Sie hier gesetzt. Wo bin ich denn jetzt auf einmal? Also ich Geist. Meinst du, der könnte reinpassen? Das war, ich will mal kurz zu dem den Teleporter da aktivieren. Das ist dann wieder eine Weltreise. An der Ecke. Ah, hier an der, genau an der Ecke. Jupp. Du kommst hier nicht neu. Diese Schatzkammer. Ich sehe doch die Truhen! Boah, aufs Dach steigen. Ich bin mal nicht hier. Sieht aus wie so eine alte Armbrust mit gerissener Sehne. Kann ich hier durch das Fenster? Echt, hier gibt es an jeder Ecke was zu entdecken. Da brauchen wir fast gar keine Quests. Ich muss jetzt hier an die Ecke. Und hier rüber schwimmen. Komm ich auch da hoch? Und?
Krieg ich wieder ein Zeug. Zeug. Dann kann ich nochmal hier die Genossen ein bisschen spielen. Ach, das ist mit dem Ziel nicht so einfach. Tja, der regeneriert sich schneller, als dass ich ihn treffen kann. Ja, der Genosse hat mich auch verarscht. Na, kurz bevor er tot geht. Ich muss dich im Kleine gehen. Cheetah. Ja, war doch wieder dasselbe. Ich bin euch da. Also eigentlich will ich ja... Na da. Bin ich jetzt nach da? Dann bin ich schon mal da bin, ne? I must leave no stone unturned. Nee, schon dabei. Müssen ja noch sein. Kann ich einfach das Loch zu treffen da? Oh, eine Dämmerfrucht.
kann mich ja selber schädigen. Aber wenn die irgendwie was machen... Nein! Die können sich mit ihren eigenen Waffen nicht schädigen. Das kann nur ich. Ja, es ist ein Schülerspiel. Das Spiel wie Scheiße. Wie kommst denn der... Jetzt ist er jetzt teleportiert hier durch... Wie soll denn das gehen? Durch die Decke. Sag ich, das ist doch unmöglich. Das geht doch nicht. Was ist das Ding denn nicht rein? Mehr da, was liegt. Und jetzt da nochmal runter. Aber oben ist da auch nochmal eine Kiste, die will ich natürlich auch noch. Und die gibt es auch noch. Ah ja, mein Freund. Machen wir die einfach fertig. Das ist nicht der Weg. Ach, lächerlich, jetzt komme ich da nicht rauf wegen dem Sims da. Nee, komm. In seiner Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Gib mir endlich diesen großen Schatz da. Rumgewichse hier. Steady as stone. Alles eingesammelt. Das Geoding brauchen wir natürlich auch. So. Ich will immer noch da zu dem Teleporter. Also muss ich nochmal rüber. Flieg, Marie, flieg. Dann rennen wir noch mal hier rauf. Jetzt muss ich hier wieder genau in die...
Gehen wir hier durch. Dann komme ich wieder nur in die Halle. Und dann wieder hier rauf. Ja, dann in die Richtung. Ember ist wieder voll. Mhm. Ah ja, die hat ja auch gekämpft. Das ist irgendwo ein Ausrufungszeichen. Na komm, ich nicht mehr. Da oben der wahrscheinlich. Schwer hochzukommen. Oder haben wir hier weiter rum? So, schöner Ausblick. Das ist hier aber auch nicht leicht hochzukommen. Also das schon eher. Da sieht es doch ganz gut erstmal aus für den Anfang. Oh nee, ich bin nicht mehr Lust auf euch. So, wo ist der Teleporter? Der ist da irgendwie. Eigentlich sollte man hier erst den Teleporter nehmen. Und falls man dann abstürzt. Hier der Teleporter. Nehme ich mal stark an. Jupp. Yep. Dann kam man nämlich zu dem zurück. So, und da oben ist nichts mehr. Na, schau mal, da können wir auch noch rauf. Da gibt es auch noch irgendwas Besonderes. Das war auch ein Aufstieg. Dann bin ich erstmal da rauf. Als nächstes, nachdem ich diesen Teleporter habe, wollte ich ja mich in die Richtung machen. Um das aufzudecken. Ob da nicht vielleicht die Dings da Bumsterschlucht ist. Also. Das ist doch noch so ein Haus. Da kann ich aber jederzeit hin, weil ich ja den Teleporter aufgedeckt habe. Eigentlich will ich ja nach hier. Da, wo es da so leuchtet.
bis meine Energie aus ist und ich da abstürze. Jan, zwei runter. Ja, vielleicht schaffe ich es noch bis. Bis hierhin. Ja, bis kurz davor. Was ist denn hier? Ich hab Geo-7. So, der Xingyu-Tümpel, das Tiangqiu-Tal, die große Kluft und das Dunyu-Mausoleum. Leider. Kein Kui-Yue-Hang. Kein Kui-Yue-Hang. Oh, schau, ich habe noch 5 Stück. Mach, fehlt mir noch einer. Dann hol ich mir die Eisdechse. Dann war es schon weg. Doch gefangen. So, und jetzt will ich. Da ist der nächste Teleporter. Hier, ne? Ich glaube, ich sehe schon den roten Raum. Xingyu-Pass. Singe ich Geflügel, wenn ich da mich so runterknallen lasse? Ah, ist zu schnell, das Viehzeug. Und hier muss ich wieder sehr, sehr hoch. Die Dinger kann ich übrigens mal mitmachen hier. Markierung. Weiß ich immer noch nicht, wo der Kui-Yui-Hang ist. Kui-Yui. Kui-Yui! Große Kluft.
dahin ist natürlich auch weit, weit, weit. Aber was, wenn ich denn mal hier starte und nach darüber? Wenn ich denn das rüber mache? Dann kann ich aber auch von da nicht versuchen, darüber zu machen. Das ist Berge, Berge. Tages. Hab ich keinen Bock mehr drauf. Das ist auch Berge. Ja, und dann habe ich hier noch mein. Das war schon. Mein Drachen. Ich glaube, die Kryo mit dem, die könnte mich noch sehr interessieren. Weil die ja ein Kryo-Bogen hat. Fernwaffen ist immer gut. Gehen wir erstmal hin. Wir haben hier noch einen Überbringer, der hat 40. Und wir haben einen Rabenbogen, der hat auch 40. Und der macht mir kritischen Schaden. Flugpost. Und der. Und der Wert halt von Feuer und Wasser. Erhöht den von Hydro- und Pyro-Effekten betroffenen Gegnern zugefügten Schaden um 12%. Den Rabenbogen müsste ich dann eigentlich ihr geben, weil sie ja Pyro macht. Dann hätte ich 12% Bonus. Und dann müsste sie den Reflexbogen kriegen. Und das macht irgendwie mehr Sinn, weil sie hat ja dann Feuer und Wasser. Sie macht ja Pyro-Effekte. Dann muss ich das natürlich mal verstärken. Stufe 1 Zeug verstärken. Noch mehr Stufe. Schon wieder aufgesammelt. Und noch mehr Stufe 1. So, noch mehr verstärken mit. Mit dem, dem und dem. Und dem Stufe 2 Zeichen.